So Freunde, euer Simon hier, es ist Freitag. Wir haben Thema Wissen und Lifestyle und heute starte ich mal eine kleine neue Serie aus dem Auto. Ich nenne sie Car Confessions, weil es eine Alliteration ist, nein, weil es aber auch tatsächlich ein bisschen darum geht, dass ich etwas persönlichere Dinge mit euch besprechen will. Warum im Auto? Ich liebe es, Auto zu fahren, das Büro kann weiterarbeiten und ich bin hier jetzt ganz alleine. Ich habe meinen Kameramann ins Unigym geschickt und ich bin ganz allein in etwas intimerem Raum und kann wirklich da mit euch ein bisschen persönlichere Erfahrungen teilen und hoffe, dass ihr etwas daraus lernt. Das heißt, ich werde euch nicht nur über meine Vergangenheit erzählen und ein paar Geschichten aus meiner Vergangenheit rausholen, sondern ich möchte euch sozusagen ein Fazit daraus geben. Das, was ich daraus gelernt habe, das, was so meine, das, was mich zu dem macht, was ich bin. Und heute vielleicht ein sehr, sehr spannendes Thema, was ich wurde sehr, sehr häufig danach gefragt. Deswegen dachte ich, das passt. Car Confessions, also wirklich wie so eine kleine Beichte zum Thema Haschisch, Marihuana, THC insgesamt, Gras. Wie stehe ich dazu und habe ich damit schon Erfahrungen gemacht und wie passt das mit unserem Sport zusammen? Passt es überhaupt zusammen? Wie stehe ich dazu? Vielleicht als allererstes, ich möchte in diesem Video gar nicht so sehr darauf eingehen, was die physiologischen Wirkungen sind, ob es schädigend ist oder nicht, wie groß die Risiken sind. Lest euch da wirklich mal ein. Die Datenlage ist recht uneinheitlich. Das heißt, es gibt ein paar Studien zum Thema Schizophrenie, die sind aber nicht so gut. Zum Gedächtnis, die sind tatsächlich recht gut. Das heißt, der Hippocampus, also der Teil oder ein Teil, der fürs Gedächtnis zuständig ist, verkleinert sich mit längerem Konsum. Die ist recht gut, die Studie. Insgesamt hat es negative Auswirkungen auf die Gedächtnisleistung. Wird aber auch, hat auch viele Vorteile, deswegen hat auch sehr, sehr viele Vorteile in Behandlung bei der Epilepsie, bei Angststörungen, beim Tourette-Syndrom und so weiter. Deswegen ist es eigentlich ein Arzneimittel meiner Meinung nach. Und ganz wichtige Meinung jetzt zum Thema Wahlen und so weiter. Wenn mich jemand fragt, Simon, bist du für die Legalisierung von Marihuana? Ganz klares Ja. Es gibt meiner Meinung nach keinen Grund, warum Marihuana verboten ist und Alkohol und Zigaretten zum Beispiel nicht. Alkohol ist viel schädlicher für den Menschen als Marihuana. Von Alkohol sterben viele tausend Menschen im Jahr in Deutschland, von Marihuana nicht. Bei Rauchen müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. 150.000 circa Menschen in Deutschland, alleine in Deutschland, sterben jährlich an den Folgen vom Rauchen. Es gibt meiner Meinung nach keinen Grund, wieso das eine legal sein soll und das andere nicht. Meiner Meinung nach gibt es sehr viele Gründe, es zu legalisieren, weil ich hätte damals, und jetzt kommen wir direkt mal zu mir, ich hätte damals nicht es ausprobiert, wenn es legal wäre. Es war der Reiz des Verbotenen. Wir waren cool, dachten wir damals. Es war gar nicht cool. Und wir haben es ausprobiert und so weiter. Wäre es damals legal, wäre es was anderes. Außerdem denkt mal darüber nach, wenn es etwas kontrollierter ist, wenn wirklich geschaut wird, dass das Zeug, was die Jungs sich kaufen, wenn das nicht verdreckt ist, wenn das nicht gestreckt ist mit irgendwelchen tatsächlich schädlichen Sachen. Meiner Meinung nach spricht wirklich sehr, sehr vieles dafür, es zu legalisieren. Aber dafür, statt zu verbieten, wirklich aufzuklären. Warum? Vielleicht ganz kurz. Ich habe es damals ausprobiert in der Jugend und ganz ehrlich, weil sonst hätte ich es ja weitergemacht. Ich fand's scheiße, wirklich ganz ehrlich. Man war lethargisch, man hat unglaublich Hunger bekommen, man war so, oh, man hat blöd gelacht. Also wenn jemand nicht gekifft hat und sich jemanden angeguckt hat, der gerade gekifft hat, denkt er, was ist das denn für ein kaputt gelacht, also bei mir jetzt auf jeden Fall. Und viel gegessen und lethargisch und oh, und kein Bock auf Schule und kein Bock auf Training. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt. All das, all die ganze Wirkung, und ich verurteile niemanden, der raucht, weil es gibt vielleicht einige, die möchten auch ein bisschen runterkommen und so weiter. Jeder soll machen, was er für richtig hält. Aber es passt überhaupt nicht zu meinem Lebensentwurf. Es passt überhaupt nicht zu meinem Leistungsgedanken, zu meinem Gedanken, wirklich das Beste aus mir rauszuholen, geschärft zu sein, zu meinem Fokusgedanken. Ich wollte immer fokussiert sein. Ich wollte Leistung bringen. Ich wollte voll bewusst sein. Also ich wollte absolut bewusst meiner selbst sein. Ich wollte zum Training gehen, ich wollte zur Schule gehen, ich wollte gute Noten. All das, die Wirkung sozusagen von Marihuana hat genau das Gegenteil bewirkt. Man war eben lethargisch, boah, so ein bisschen träge und lustig und irgendwie, all das wollte ich nicht. Und wie gesagt, deswegen passt es auch meiner Meinung nach null zu unserem Sport. Absolut null. Ich kenne keinen, der dauerhaft wirklich viel kifft. Ihr könnt mal drunter schreiben oder müsst ihr auch nicht. Ich kenne keinen, der wirklich regelmäßig kifft oder der vielleicht sogar vor dem Training kifft und dann gute Leistung bringt. Das ist meiner Meinung nach nicht möglich. Wie gesagt, auch in der Schule, ich weiß es ja selbst, als ich das dann ausprobiert habe, hatte ich weniger Bock in die Schule. Da hat man auch mal blau gemacht, weil auch das war wichtiger irgendwie und dann zu essen und so weiter. Das war,
es wird vielleicht auch ganz kurz zu den Leuten, die es dauerhaft genommen haben. Das ist keine Studie oder ähnliches, aber man hat sehr, sehr stark gemerkt, die wirklich weiter wollten, die dann studiert haben, die dann erfolgreich wurden, die haben das dann aufgegeben, die haben es dann nicht mehr gemacht. Die dann es weitergemacht haben, so in meinem Bekanntenkreis, wie gesagt, das ist meine Erfahrung, haben es eher schleifen lassen, haben dann eher das Studium sehr locker genommen und haben entweder ewig studiert oder haben es gar nicht zu Ende gebracht und waren dann eher sehr gechillt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, wie gesagt, ich verurteile das nicht, aber es ist nicht mein Lebensentwurf, dieses sehr Entspannte und so weiter, ich wollte weitergehen. Und vielleicht nochmal ein Punkt, den ich tatsächlich auch finde, viele sagen, es wäre eine Einstiegsdroge. Und viele sagen dann wieder, nein, es ist gar keine Einstiegsdroge, um Gottes Willen. Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass die meisten, die wirklich dauerhaft konsumiert haben, auch stärkere Drogen ausprobiert haben. Meistens dann eben, wo sie dann mal Leistung bringen wollten oder ähnliches, haben sie dann eben eher aufputschende Sachen genommen, das dann wieder genommen, um sich herunterzubringen. Und das war dann so ein Teufelskreis. Also sehr, sehr viele von denen, die mit Kiffen auch angefangen haben, haben dann eben auch stärkere Drogen probiert. Das heißt nicht, dass es eine Einstiegsdroge ist. Aber ich glaube, jeder, der starke Drogen nimmt, hat vielleicht der Umkehrschluss. Jeder, der starke Drogen nimmt oder genommen hat, hat meistens eben mit Marihuana angefangen, weil es so ein bisschen ja wie so ein Tor öffnet. Und ich glaube, das ist auch geschuldet dem Ganzen, dass es eben so verboten ist und immer noch sehr stark mit Kriminalität und so weiter zusammenhängt und so weiter. Ich glaube, es wäre gar nicht so stark, wenn es legalisiert werden würde. Also ich finde auch wirklich, da ist nichts bei. Also ich finde, da ist schon was bei, wie gesagt. Aber diese Wirkung ist einfach all das, was ich nicht haben will, vielleicht auch ganz wichtig. Also Marihuana kann auch negative Empfindungen und negative Gefühle, Emotionen auch verstärken. Ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich da zum Teil auch wirklich ein bisschen Angstzustände bekommen habe und Angst hatte, nach Hause zu gehen und war sehr traurig und war so ein Trauergefühl und so weiter. Also es macht nicht immer nur happy und es lässt einen nicht immer nur grinsen. Und deswegen, wie gesagt, so meine Meinung, ich bin da kein Kind der Traurigkeit, kein Kind von Traurigkeit. Ich habe das probiert, da weiß ich wirklich, wovon ich rede und kann euch aber aus meinen Erfahrungen sagen, dass es mir nichts gebracht hat, dass es Dinge gibt, die einen viel glücklicher machen, wie zum Beispiel Autofahren bei mir und es gibt meiner Meinung nach viel schönere Sachen, es gibt auch dieses Wir-Gefühl, dieses, was viele dann beschreiben und dann schön und zusammen und so, das kann man viel, viel schöner auf andere Arten erreichen, vom Sport und von der Schule und von der Leistung wird es euch wegbringen und deswegen, wie gesagt, bin ich absolut gegen ein Verbot, aber kann euch wirklich nur dazu raten, darüber nachzudenken und es gar nicht erst auszuprobieren, es bringt gar nichts, meiner Meinung nach. Überhaupt nicht. Ich glaube, über Schmecken und so müssen wir uns nicht unterhalten. Das so, sorry, die Kamera ist kurz überhitzt und ein bisschen heiß geworden. Deswegen muss ich nochmal kurz anfangen. Ich hoffe, ich weiß, wo ich war. Wie gesagt, meiner Meinung nach keine wirklichen Vorzüge, besonders nicht für einen Sportler, besonders nicht jemanden, der alles geben will und deswegen lasst es, das ist so mein Statement absolut, lasst es sein, probiert es erst gar nicht aus, vertraut da auf meine Erfahrung, auf meine Meinung, ja, wie gesagt, da müsst ihr mich wirklich nicht als Vorbild nehmen, wie ich war, sondern eher als Vorbild, der es wirklich gar nicht braucht, gar nicht nimmt und so weiter, ja, bringt euch nur raus und macht euch nicht erfolgreich und deswegen. So, meine Freunde, bis dahin. Das war jetzt so die erste kleine Folge von meinen Bekenntnissen, von meinen Car Confessions. Und ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen ungestört. Ich bin ein bisschen flexibler, kann mehr bei meiner Familie sein und brauche keinen Kameramann und kann das dann selber filmen. Deswegen, meine Freunde, welche Themen euch noch interessieren aus meiner Vergangenheit, vielleicht wirklich persönlichere Themen, kommentiert unbedingt drunter. Ich freue mich sehr, da wirklich ganz offen mit euch zu reden. Und abonniert selbstverständlich den Channel. Bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Und die besten Supplements gibt es bei Body IP Nutrition. Bis dahin, euer Simon.